So, wer belagert uns denn da noch? Sehr gut. Ich freue mich auf den Kampf mit euch. Jetzt kriegen wir hin. Weg mit euch. Und warum Hauptmann Charles? Was nicht normalerweise. Okay. Dann ist es jetzt ein anderer Hauptmann. Hauptmann Charles, das haben Sie sehr gut gemacht. Sie sind eine siegende Faust, unerschrocken, ein selbstbewusster Angreifer und ein vielversprechender Kommandant. Vielleicht war es auch wirklich Charles. So, dann bilden wir die, fügen wir die Einheit mit zusammen. Bup, 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 bup. Eine. Okay. Sehr gut. Wir haben sehr viele Fernkämpfer. Ich brauche mehr Nahkämpfer. Und zwar eigentlich Leute, die mehr in der Verteidigung haben. Nordische Schwertkämpfer haben eine Defensive von 14, Wikinger 12. Huskarle sind nicht schlecht. Dann nehme ich ein paar Huskarle mit. Ja, 5 Stück. Bup. Auch Bericht, Ratskammer. Rekrutierung statt Miliz. Beziehung verschlechtert mit Wels grauenhaft. Ja, sie haben verloren. Ich fände das auch nicht so toll. Ihr werdet die Einheit mit. Karalisle, da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Verteidigung drin, also mehr Nahkämpfer. Okay, dann, wie sieht's nochmal mit Inverness aus? Gar nicht mal so gut. Nach dem Wirtshaus muss ich dann unbedingt die große Steinmauer bauen. Bom. In Vic sieht es auch nicht mehr so gut aus. Eine Stadtgarde und eine Ratskammer sollte das lösen. Genauso mit dem Wirtshaus. Grimm, Down Patrick. Bauen wir mal Ställe. Da können wir eine Fruchtfolge reinklatschen. Stornoway. Ein Händlerkai ist es relativ günstig. Der arme Prinz muss ja weiter warten. Kann ich da 200 reinschicken? Derry hat Probleme. Senken wir mal die Steuern und bilden mal mehr aus. Die Stadt kann 4 unterhaltsfreie Einheiten hier vertragen. Und zwar Stadtmiliz 3 weitere. Da braucht der Prinz nochmal 2 Truppen. Ich würde ihm die beiden, die Semischen und die Wikingerräuber reinschicken. Ja. Ja, ja. So, Spionrunde. Du gehst aber hier rüber. Bupp. Und der Attentäter darf sich mal hier bewegen. Und nicht Hauptmann Richard, sondern Hauptmann Noah. Noah, das war's mit dir. Gott hat ihn beschützt. Edmund. Okay, warum ist das Durchschnitts- oder leere Mengenzeichen da? Horby. Der Attentäter, der ein Ziel ausgelöscht und ausgesandt wurde, hat versagt. Naja. Er ist bei dem... Ich sag das immer wieder. Er ist bei dem gestorben, was er am liebsten mochte. Deswegen ist es nicht so schlimm. So. Wir schicken mal diese Leute hier rein, damit die Befestigung nicht verloren wird. Also nicht erobert. Also, Trim, ihr dürft jetzt hier, ja, König Stenkill, du greifst Dublin an. Und zwar mit den ganzen Wikinger-Räubern. Ich glaube, mehr brauchst du nicht. Prinz Thomas. Okay, rein da. Das machen wir ganz einfach. Ihr sollt die Siedlung einnehmen und nicht zerstören. Gebäude, die auf dem Schlachtfeld zerstört wurden, sind auch auf der Feldzugkarte zerstört. Warum starten wir so weit hinten? Es sind keine Kanonentürme. Also sollte ich keine Angst haben.
Nach vorne mit euch, mit der guten, braven Kanonen, Bombarden. So, ihr beiden dürft erstmal auf das Tor feuern. Ja, ja, das ist keine Gefahr. So, wenn ihr dann fertig seid. Feuerst du auf den Turm, du feuerst auf den Turm, feuerst du auf den Turm, du feuerst auf den. Das reicht. Das höre ich gerne. Okay, Wikingerräuber, wenn ich bitten dürfte, rein mit euch. Stenkill, du wartest erstmal hier. Oh, Werte treffen aus, was in die Stadt, na sowas. Bestimmt, die werden da rein. Also die werden hier warten und dann uns blockieren. Erstmal da rein mit euch. So, haut sie weg. Leichte Infanterie, so bitte. Das Tor greift uns nicht an, deswegen Stenkill rein. Gut, dass da hinten niemand steht. Okay, Stenkill, weißt du was? Renn einfach durch. Du schaffst das. Du bist der König. Und da stürmt er rein. Komm, ganz durch. Und rein da. Haut sie weg. Okay, Stenkill sieht etwas schwach aus. Der wird ganz schön getroffen. Weg mit ihr. Nicht, dass er jetzt stirbt. Sieht schon etwas angeschlagen aus. Okay, der ist doch nicht so stark. Er ist halt kein Leopold. Leopold damals war krass. Erinnere ich mich immer super gerne daran zurück. Mein bester General überhaupt. Er konnte ganze Verstärkungen alleine ausschalten. Das war Meisterleistung. Der ist natürlich gestorben. Wie siehst du aus? Ein bisschen angeschlagen. Das kann noch schlimmer werden. Naja, der schafft das noch. Rein mit dir. Ja, die müssen nicht weiter feuern. Stopp. Was feuern die überhaupt da? Ach, er wirft Rad raus wahrscheinlich. Wen erwarten wir hier? Katapulte. Okay, Stenkill, du kümmerst dich um die Katapulte. Du bist relativ schnell. Mir gefällt es, wie das designt ist. Schön, schön, schön. Gut, geht es dir gut?
Ja, nur etwas angeschlagen. Vielleicht kriegt er damit endlich Kriegsnarben. Und ist dann noch stärker. Die wollen wirklich auf ihn feuern. Na komm, rennt einfach durch. Jetzt haut rein. Okay. Oh, der rennt noch einmal weg. Okay, sind die Räuber bereit? Ja, was erwartet uns hier? Gespannte Katapulte. Ihr rennt am besten gleich rein. Und danach die. So, Stenkel, du gehst darüber. Und gegen so viele Räuber. Wow! Das tat weh. Stenkel, kümmere dich darum. Renn hin und hau die weg. Okay, hau die jetzt weg, bevor die wieder schießen. Komm schon. Komm schon. Okay, gut. Du. Achso, das war... Ich dachte schon, das wäre meiner gewesen. Och, ich bekomme so eine Panik. Das war Prinz Thomas. Ach. Ich dachte schon, die Belachungsingenieure hätten meinen König getötet. Das wäre furchtbar gewesen. Wo ist mein König? Damit ich weiß, dass es ihm gut geht. Ja. Er lebt und lebt. Toll. Immer weitermachen, König. Du schaffst das. Komm schon, hau die weg. Komm schon, umdrehen. Ja, also. Hat er gut gemacht. Die Katapulte haben uns nur schwer getroffen. Und er wurde stärker. Vielleicht bekommt er nicht Kriegsnarben. Bitte, bitte, bitte. Dublin ist unser. Ausrauben. Feindarmee vertrieben, sehr gut. Wir schauen gleich mal. Hat der Kriegsnarben. Er ist eine frohe Natur. Er vergisst im Kreise guter Freunde häufig seine Vorsicht plus eins Beliebtheit. Zweifelt an Technologie? Warum nur sollte man eine Maschine bauen, um die Arbeit eines Menschen zu machen? Menschen lernen aus ihren Fehlern, Maschinen nicht. Minus eins beim Kommando von Mauern. Was ist mit dem? Die Kanonen haben dir die ganz... Also, sind wir mal ehrlich? Die Kanonen mussten nicht aus den Fehlern lernen. Die das Tor zerstört, und zwar richtig gut. Ja. Okay, aber Dublin ist unser. Sehr hoher Steuersatz, sehr gut. Dann einmal Pflasterstraßen. Die haben nicht mal eine Rodung, was ist mit denen? Nicht mal einen Hafen. Was ist mit Dublin? Eine Reparatur müssen wir auch noch reinhauen. Danach würde ich noch einen Jahrmarkt reinbauen. Aber die sind sowieso erstmal lange beschäftigt. Was wir brauchen, ist ein Kaufmann. Das reicht erstmal. Mehr können wir nicht. Irische Handrohrschützen hätte ich halt gerne, aber das können wir noch nicht. Fragezeichen.
Scheinbar nicht. So, Down Patrick, Trim. Galoglass-Krieger wäre nicht schlecht. Dann noch ein paar Wikinger-Räuber. Den Down Patrick könnten wir ein paar abgesessene Huskarade ausbilden. Es kostet. Aber wir kriegen dann das gesamte Gebiet hier. So, das Schiff, hat das eine Armee drin? Ja. Warum willst du nochmal nach Karalisle? Wir könnten damit eigentlich Lanchester angreifen. Und das machen wir auch. Kriegen wir locker hin. Okay, der englische Flottenverband ist eingesperrt. Auch nicht schlecht. Werden ausgebildet, wunderbar. Der Kaufmann ist hier, der Kaufmann ist da. Wunderbar. Hello Glass, da können wir ein paar neue Truppen losschicken. Glass, gar nicht Hello Glass. Okay, die Flotte kann man hier rüber den Hafen hier blockieren. Wir werden dann von Newcastle nach unten gehen. Wir werden dann diese Festung auch noch angreifen. Wir können aber in York rein. Ace Stein Milling. Er macht es. Aber die ist etwas beschädigt. Da ist nur Bombarden drin. Okay. Hat er gut gemacht. Entfähiger Agent. Und Stankill ist jetzt ein gemeiner Anführer. Hm. Warum gemein? Fähiger Agent. Dieser Mann hat bewiesen, dass er Informationen sammeln kann, ohne gesehen zu werden. Ja. Diskret und sensibel genug, dass man ihm gefährliche verdeckte Aufgaben übertragen kann. Ja, gut. Und bam. Diebesgilde in Dublin. Diebesgilde wäre vielleicht nicht schlecht. Der Fußball wurde angeprangert. Der Oberbürgermeister von London ließ verkünden, dass gewalttätige Mobgebaren, dass die Bürger in ihrer Bahn, nee, in ihren Bann zu ziehen scheint, ab sofort verboten sei. In Anbetracht des Aufruhrs, der in der Stadt durch die spielende Tätigkeit behelfs, eines sogenannten Fußballes auf öffentlichem Gelände entsteht, und aus welchem durchaus viel Böses und von Gott Verbotenes dreut. Was? Verbotenes dreut, befehlen wir hiermit im Namen des Königs, dasselbige Spiele unter Anordnung vom Kerker in dieser Stadt ohne Verzug zu unterlassen wird. Das Staatsorgan ist zuversichtlich, dass nach Ankündigung dieses Gesetzes diese Fußballveranstaltungen nicht an Boden gewinnen und sich zu einer Volksbesessenheit epischen Ausmaßes entwickeln. Hatten sie bestimmt recht damit. Es wird niemals weltweit Fuß fassen. Es wird den Ball nicht ins Rollen bringen. So, Lars Marsen ist gestorben. Wer war denn das überhaupt? In Kirkwall. General wahrscheinlich. Statthalter mehr. Was haben wir hier für eine Mauer drin? 5 Einheiten und noch eine Stadtwache. Können sogar eine Sperrmiliz reinhauen, die ist kostenfrei dann drin. Der Ambre-Schützen geht auch. Baubrecht, sehr viele Straßen. Auf dass der Handel erblühe. Wegen der Räuberhuskarde. Ein Kaufmann in Dublin, den darf ich nicht vergessen. So. Prinzessin dürfte ein bisschen spazieren gehen. Hier. Und der Kaufmann darf mal handeln mit Wolle. Nee. Mit Waffen. Nee.
Textilien, 122, mit diesem Mehrwert. 66, 207. Okay, ihr handelt mit, was immer das ist, Silber. Weiterer Kaufmann geht nicht. Dann kann ich von Downpatrick ein paar Leute abziehen. Hier diese Nahkämpfer. Sehr gut. Kommt mal nach Trim rüber. Ich werde gerne Lifford angreifen. Habe ich irgendwie eine Stadtwache oder so? Nee. Wir könnten noch Lifford angreifen. Wir können von hier unten da rein. Dann ist aber Derry ungeschützt. Und die können sofort angreifen, wenn sie wollen. Was sie natürlich nicht machen werden. Okay, das war Godred. Der Ärmste. Wir bleiben weiterhin. Der Prinz Ulfredin, du wirst hier verteidigen. Der König kann weiter erobern. So, wir können ja mal ein paar Truppen zusammenziehen. Hier, Stenkel. Diese Festung hier, die Befestigung hier. Nimm noch ein paar Kanonen mit. Von Trim können wir ein paar Leute anfordern. Und zwar Yellow Glass Krieger. Die. Und die. Oh, die gehen auch nach Süden. Es wird ganz gut. So, haben wir noch von Glasgow ein paar Leute. Genau. Die ganzen Fernkämpfer und Nahkämpfer, die kommen auch mit. Ihr landet dann an der Küste hier unten. Ja, dann müsst ihr euch da irgendwie durchschlagen. Und dann treffen sie sich mit dem König später an Tipperary. Warte, sie greifen hier im Süden an. Ich glaube, im Süden angreifen wäre schlauer, weil da ist eine große Armee. Besser wäre es, wenn wir uns mit dem König hier treffen. Hier unten. Okay, wir könnten jetzt eigentlich York angreifen, nicht wahr? Ihr könnt auch das angreifen, Lancaster. Lancaster. Newcastle. Einen Spion habe ich ein Problem. Wo ist mein Spion? Komm zurück. Okay, viel ist dort nicht. Dann ziehen wir ein paar Truppen zusammen. Von Caralisle schicken wir die Bogenschützen. Einmal hier rüber. Dann von hier hätte ich gerne die Katapulte, die Wikingerräuber, die schwere, also nicht ganz schwere Infanterie, aber die Schwertkämpfer hätte ich gerne. Ein paar Brecher. Bup. Dann haben wir noch Platz für 3, 6, 7, 8. Joskade kommt mit. Dann schicken wir noch mit, sehr viele Fernkämpfer. Ich bräuchte noch ein bisschen mehr Nahkämpfer. Hier nochmal eine Joskade. Und dann einfach nochmal Ambusch-Schützen, weil warum nicht? Oh, das ist eine gute Armee. Die greift hier an. Hab mal einen Hook. Das machen wir selber. Ich habe gerade den Spaß dabei. Im eigenen Schmor ließ ich ihn schmalzen. Da kommen wir gut durch. Also, Katapulte. Er hatte nur Katapulte. Bogenschützen. Bupp. Armbrustschützen. Schwupp. So, Wikingerräuber. Ihr seid dann hier an der Seite. Und stimmt einfach rein, wenn irgendwas ist. Huskarle, ihr seid die schwere Infanterie, oder?
Ja, tatsächlich schwere Infanterie. Und jetzt ja die Sondertruppe. Gut. Katapulte feuert auf das Tor. Danke. Ist ein anderes Design hier. Interessant. Hm. Offen. Noch schwerer für den Feind zu verteidigen. Okay, dann schicken wir die schon mal ran. Ich doch. Aber wir rennen. Okay, da kann ich sehr schnell reinrennen. Das wird jetzt problematisch. Das Tor ist aktiv. Wir müssen aber rein. Wir müssen rein, das wird wehtun. Rein mit euch. So, und ihr feuert auf die Türme. Mit Feuer. So, Sondertruppe rein mit euch. Oskale rein mit euch. Bogenschützen schicke ich noch nicht rein. Okay, Katapult, ihr feuert am besten auf das Tor aus. Zerstört es irgendwie. Ich hoffe, das geht. Nicht da aufhalten lassen, einfach reinrennen. Komm, 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 komm. Nicht da draußen stehen bleiben. Okay, das Tor ist gerade nicht aktiv, wunderbar. So, nicht da draußen drängen lassen, stürmt durch. Na gut. Okay, können wir jetzt irgendwie die Bogenschützen reinbringen? Das wäre super. Ja, so einfach wird das nicht. Ist denn der Speerträger? Kommt schon, ihr schafft das. Rennt durch. Nicht nach hinten ausweichen. Okay, Bogenschützen, kommt her. Ihr rennt alle auf die Mauer. Schützen, der kommt hier rüber. Vielleicht kann er darüber feuern, wenn ihr hier seid. So, Katapulte, Feuer einstellen. Wir können die Katapulte mal näher hinbewegen. Vielleicht will ich die drin haben oder so.
So, ich hätte gerne eine Sondertruppe bei mir. Wo sind die Schwertkämpfer? Ihr kommt mit rüber und verteidigt an diese Seite. Kommt rüber. Nicht kämpfen, einfach Stellung halten. Ja, wusste ich doch, die greifen an. Haltet sie auf. So, Bogenschützen nach oben mit euch. Okay, und ihr freut einfach frei, wenn ihr wenn ihr könnt. Gut. Ambroschützen, ihr rennt hier rüber. Ich baue euch auch nach oben. Ja, die nächsten kommen. Schwertkämpfer, haltet die auf. Schnell, hier rüber, hier rüber, hier rüber. Okay, sieht gut aus. Ambroschützen, ihr kommt jetzt auch nach oben. Hopp, hopp, hopp. Ihr schafft das. So, schießt einfach auf alles, was ihr da unten seht. Sehr schön. Da liegen ja noch Bogenschützen rum. Egal, die kommen nicht weit. Oder doch. Ne, die fliehen wieder. Sehr gut. Die armen hippen Miliz. Egal. So, Panzerritter. Wenn wir mal alle... Kein freies Feuer mehr. Erwartet jetzt alle. War das um die gelöst? Die haben sie nicht. Die schafft das schon. Also, ihr alle feuert mal auf die hippen Miliz dort. Der letzte Bogenschütze, der sich noch wehrt. Okay, sehr gut. Und Hook ist tot. Das war's mit dem Captain. Obmann Jens, sehr gut gemacht. Damit ist der Weg frei nach... ich habe vergessen, wie heißt die Stadt? Oder ist eine Festung?
Ist eine Stadt. Und zwar Yorkshire. Yorkshire? Yorkshire. Eine Beziehung verschlecht mit England grauenhaft. Na, sowas. Also, ihr marschiert weiter. Obwohl, die sollten sich erstmal da ausruhen. Gut, Lanchester können wir auch gleich angreifen. Aber das mache ich nicht automatisch. Warum verlieren wir denn das? Faszinierend. Das kriegen wir hin. Ah, deswegen. Die Siedlung einnehmen und nicht so. Es ist eine Festung, deswegen. Okay, aber das kriegen wir hin. Wir haben Kanonen, wir stürmen einfach hier rein. Ich denke, das hier ist ein guter Punkt, an dem wir angreifen können. Wenn wir das hier wegschießen, dann können wir von hier hinten nächste Mauer wegschießen. Hier. Ja. Einfach hier rein, an der Ecke. Wupp. Achso, Kanon, wenn ich bitten dürfte, das bitte öffnen. So, die Infanterie kann sogar schon mal nach vorne rennen. Die Kavallerie eigentlich auch. So, auf uns warten. Schwere Infanterie. Ein paar Speerträger. Und Hippenmiliz. Okay, kein Problem. Okay. Dann Bombarden, kommt mal bitte hier rein. Die nächste Mauer wartet. Ja, das reicht schon. Zur Infanterie bitte einmal rein. Ich würde die Bombarden sogar hier nach vorne bringen. Wir haben ein besseres Schussbild. Oder? Mal sehen. Ihr schafft das schon. Feuer. Die Person, die hier lebt, in dem Turm. So, danach könnt ihr auf das Tor feuern.
Ja, ich bin fast versucht, dass sie dann am liebsten zerstört die Mauer, dann den Turm, dann den nächsten Turm und dann das Tor. Ist mir lieber so. Okay, spulen wir vor. Bup. Wir könnten die Infanterie eigentlich... Ja, wenn wir die jetzt heranschicken, verdienen wir sehr viel Einheiten. Wir brauchen die. Wir warten noch, bis der Turm weg ist. Dann Infanterie nach vorne. Kavallerie bitte auch. Sind die vorne ja sowieso selbstständig? Ja. Wer immer da wohnt, der hat Pech gehabt. Okay, nächste Turm ist aktiv. 30%. Einheiten, Stopp. Nicht, dass ich... Okay, der Turm schießt jetzt eh schon. Vor mit euch. Kommt. So, wer trifft da unten nicht? Ihr beiden? Nee, die Einheit nicht. Du gehst nach vorne und schießt dann auf den Turm. Okay. Also bringe die Bombarden bitte nach vorne. Gut, zerfällt die Infanterie. Hüppenträger-Speere, Infanterie, Gepanzerte. Okay, das ist ein Speerträger. Dass die da oben sind, ist wahrscheinlich gut. Die Bombarden schicke ich mal nach vorne, weil die müssen das Tor öffnen. Das Tor ist zerstören. So lange erstmal hier warten. Also, wer ist besser im Sturmangriff? Die sind, okay, nur ein Einser. Dann werden wahrscheinlich die Wikingerräuber besser sein. Nach vorne mit euch. Ihr bleibt dahinter. Okay. So, dann Tor öffnen. Tor zerstören. Und vielleicht noch die Mauer da öffnen. So, dann warten diese beiden Kavallerieeinheiten da hinten, bis diese Mauerstück offen ist. Und ihr wartet hier, wenn das Tor offen ist. Vielleicht. Okay, perfekt. Wenn ihr nach unten rennt, ist das Torhaus nicht mehr besetzt. Ihr dürft rein.
Das Tor ist auch schon kaputt. Okay, da kommt kein Öl mehr raus. Wunderbar. Dann öffnen wir das Mauernstück und wir sind gut. Müssen wir eigentlich auch nicht mehr. Kavallerie rein mit euch. Hier, ihr reitet hier rüber. Und ihr ebenfalls. Kommt schon. So, Kanonenfeuer einstellen. Ich kann euch sogar nach drinnen bewegen. Bewegen wir den Bombarden mal rein. Vielleicht können die eine gute, schöne Salve abgeben. Schauen wir mal. Okay. Dann. Ihr feuert alle auf die Einheit dahinter. Die machen es einem auch leicht. Ausgezeichnet. Infanterie rein mit euch. Kavallerie rein mit euch. Kanonenfeuer einstellen. Okay, schaltet die Sperrträger aus. Weiter zurück. Ein Dix gegen die Sperrträger ausrichten. Also eigentlich schon, aber. Wir würden viel zu viele Leute verlieren. Die wichtigen haben wir weg und die Hippenträger. Okay, vielleicht kriegen wir noch eine Salve rein. Bombarden hier zur Seite. Hopp, hopp, hopp. Schießen wir einmal schön zu, in die Seite rein. Wer bist denn du? Zurück mit dir. Er kämpft da? Okay, er kämpft nicht mehr, ist tot. Sperrträger. Vielleicht erwischen wir die. So, er kämpft gegen die, ja. Okay. Ach, den Schutzkreis? Nee, machen sie nicht. Ja, die stellen sich nur auf. Gut. Okay, sie sind bereit. Feuer. Nochmal. Während die hier platt machen, gepanzerte Schwertkämpfer. Die haben halt bessere, schwere Infanterie, als wir sie haben. Der Angriff ist nicht so hoch mit 11, aber die Verteidigung ist halt auf 18. Da haben wir halt gerade mal mit unseren 8 und 13. Das ist nicht gut. Wir haben keine schweren Plattenpanzer und so weiter. Ja, aber wir haben Bombarden. Es sind aber Bombarden, so richtig treffen die nicht. Obwohl sie, wenn sie treffen, sehr viel Schaden machen können. Besser als eine Kanone manchmal. Eigentlich schon besser als eine Kanone. Nur halt sehr ungenau. Lass den noch einmal feuern. Dann war's das. Es ist gefährlich, weil da einer steht, aber das sieht gut aus.
Und es hat sich gelohnt. Gut, Feuer einstellen. Ihr flieht, weg mit euch. Ich brauche hier nicht mehr. Ihr könnt erstmal da hinten hinstellen. Und die Infanterie macht den Rest. Wir könnten sogar unseren Hauptmann dahin schicken. Er greift dann von hinten an und alles ist gut. Komm, Hauptmann. So, wen haben wir besiegt? Josias. Ja, okay, rein mit euch. Ja, so richtig war es nicht. Wir haben auch keine richtigen Lanzen. Wir sind mehr Axtkämpfer. Deswegen wahrscheinlich auch das mit Leopold. Damals Leopold, der Hauptkampagne. Wir hatten Lanzen, super General. Ist einmal in einer Einheit eingestürmt, der hat die gesamte Einheit weggeräumt. Er war super. Aber wir haben es erobert. Hauptmann Skapti, gut gemacht. Lanchester ist unser. Langsam geht's voran. Ganz schön kaputt gemacht, 2000 Reparatur. So, dann lasse ich eine kleine Besatzung von Bauernbogenschützen zurück. Kleine Kapelle bauen wir. Da geben wir nicht mehr so viel aus. Sehr gut. Dann müssen wir doch diese Befestigung vernichten. Aston. Eine gute Truppe da drin. Okay. Von hier aus. Armbrustschützen wären cool. Hopp, hopp. Wir können sogar Bombarden hier abbauen. Okay, kann die Truppe nicht. Okay, dann ab in die nächste Runde. Genau, der wartet hier noch. Der hat alle Truppen da. Das Schiff ist unterwegs. Bam. Irland will Dublin angreifen. Aber das ist ein Fehler. Die Besatzung ist direkt daneben an. Also, unsere Verteidigung. König Stenkel wartet hier noch drauf. Und die wollen Derry angreifen.